Ja, liebe Freunde der lustigen Boxen, hier sind wir wieder. 2 Monate hat es gedauert, bevor ich wieder eine Wutbox in meine Arme schließen durfte. Mein Dank geht an dieser Stelle nochmal raus an das Versandunternehmen bzw. den Versanddienstleister Hermes, der es bis zum heutigen Tag nicht geschafft hat, meine Wutbox September 2018 auszuliefern, geschweige denn auf E-Mails zu antworten, mit denen ich gefragt habe, wo die Box denn wohl sein könnte. Insofern, Hermes, super Sache, ihr habt's drauf. Aber genug gelästert an dieser Stelle. Und ich würde vorschlagen, wir gehen direkt in die neue Wutbox, die Hermes zum Glück diesmal in die richtige Gegend befördern konnte, nämlich zu mir. Dankeschön. So, und da greifen wir doch direkt mal hinein. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennt, aber ich denke schon. Die Wutbox Oktober 2018, diesmal unter dem Motto 4, ja nicht die Zahl 4, sondern natürlich die Furcht. Wir wissen alle, Oktober, Halloween-Monat, deswegen natürlich hier themengebunden die Wutbox 4. Und wir schauen mal, ob wir uns ganz kräftig erschrecken können. Da ist ein Stück Papier drin. Ich glaube nicht, dass wir uns darüber erschrecken, aber gucken wir doch mal. Oh ja, oh ja, oh ja, das kennen wir. Das kenne sogar ich, das ist nicht schwer. Chucky, die Mörderpuppe. Ja, wer kennt Chucky nicht, wer mag Chucky nicht, auch wenn es eigentlich ein ganz unsympathischer Zeitgenosse ist. Und ihr seht auch schon, meine Uhr sagt mir hier, dass ich das Atmen nicht vergesse. Vor lauter Schrecken hier. Ja, Chucky, die Mörderpuppe, was gibt es da noch dazu zu sagen? Viele Jahre alt, die Filme. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen halbwegs aktuellen von der Reihe gibt. Aber spannend sind sie alle mal. Sind die eigentlich noch alle erlaubt? Ich weiß es gar nicht. Aber sollte es der Fall sein, der ein oder andere, ich glaube Chucky's Bride oder sowas, gibt es bestimmt, der zumindest in Deutschland auch erhältlich ist. Insofern kann man das auch mal zu Halloween machen. Das nächste Item ist ein... Ja, das sieht schon wieder ein bisschen düsterer aus bei mir. Schaut euch das Teil mal an und sagt mir, was es ist. Sieht aus wie so ein kleiner Mönch in einer Kutte und das Ganze in so einem Auge. Ja, so weit, so gut. Nachteil an der Sache, ich habe keine Ahnung, wofür das steht. Aber ja, ich lege es, glaube ich, mal auf die Seite. Ich kann wirklich absolut nichts dazu sagen. Wahrscheinlich werdet ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und euch fragen, was macht er denn? Aber er macht natürlich das Übliche und holt das T-Shirt raus. Und es ist definitiv der Monat der furchtbaren Gesichter. Denn hier haben wir schon wieder eins auf unserem diesmonatigen, sagt man das eigentlich so, T-Shirt. Ja, der Clown aus Saw. Hat er eigentlich einen Namen? Also ich wüsste jetzt nur, es ist der kleine Saw-Clown. I want to play a game. Ja. Nun gut, ich spiele auch gern Spiele, allerdings nicht die Art von Spiele, die der Clown aus Saw verspricht. Das kann ich euch definitiv schon mal mit auf den Weg geben. Das nächste Item ist wieder ein T-Shirt. Ein Marvel-T-Shirt? Nee. Nee, das ist kein T-Shirt. Was ist das? Das nächste Item ist etwas von Marvel und es wirkt sehr dünn. Das ist kein Shirt. Eine Decke definitiv auch nicht. Ein Geschirrtuch ist es auch. Ja gut, so ein Halstuch. Das sieht mir aus wie ein Original-Halstuch. Gucken wir mal, steht hier nicht. Made in China, ja gut, da kommt eigentlich alles her. Waschen kann man es auch, das gute Stück, bügeln dafür nicht. Ja, und was ist es? Hier nochmal so ein praktisches Gelpäckchen. Ein We Are Venom T-Shirt zu diesem neuen Kinofilm von Marvel. Ja, also... Es riecht auch gar nicht, also tatsächlich, es riecht nicht nach irgendwelchen chemischen Zusätzen. Es fasst sich auch tatsächlich sehr gut an, sehr hochwertig.
Also, ich glaube, das werde ich vielleicht sogar tragen. Wird ja jetzt auch wieder ein bisschen kälter. Also das ist auf jeden Fall mal ein cooles Teil. Ansonsten hatten wir bisher gut T-Shirt ist der Klassiker, Pin auch. Und ja, das Chucky-Bildchen, jetzt nicht so das Highlight, aber das ist, glaube ich, auch eher so eine kleine Zugabe. So, dann ja, kommen wir zur Kiste, denn ich glaube, das war's dann fast auch schon. Kochen wir mal. Ja, das sieht so aus. Und wir haben einen Funko Pop. Nämlich einen Funko Pop zu It. Es ist Pennywise mit Boot. Ach so, er hat hier in der Hand so ein kleines Papierschiffchen, falls man das sieht. Ja, Pennywise, der sympathische Clown aus dem Stephen King Film Es. Und ich glaube, das ist der neue, denn ist das dann, ich glaube schon, oder? Das ist der neue Pennywise. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, der neue Pennywise aus dem Stephen King Film. Das ist auch eine nette Geschichte und wir schauen noch mal kurz in die Box. Ja, und da sind wir auch schon wieder an der Stelle. Wir bauen auf. Und da ist ja auch schon die Kiste. Ich weiß jetzt nicht genau, hat dieses Haus mit der 1210, 1210, hat es eine Bedeutung? Gibt es damit irgendetwas, was ich übersehe? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist das auch irgend so ein Haus aus einem Horrorfilm. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht viel damit anfangen. Ich kann nur sagen, diesmal ist die Box ein bisschen verbeult. Die fällt nämlich dauernd auseinander, weil sie irgendwie schon auf dem Transport ein bisschen gelitten hat. Da kann natürlich jetzt keiner was dafür. Dennoch, wir packen einfach mal ganz kurz die Dinge wieder ein. Denn, nein, ich will es nicht zurückschicken. Ich bin ja froh, dass ich diesmal wieder eine Box bekommen habe. Aber wir wollen natürlich in das Wootbox Magazin hineinschauen und das machen wir jetzt auch, denn wir sind im Monat Oktober angekommen und wer Oktober sagt, muss natürlich auch Halloween sagen. Klar, deswegen diese Box. Den Rest lest ihr euch einfach mal alleine durch. So, was haben wir? Die Popfigur offiziell Pennywise, ein schrecklicher Geizhals ist zurück. Ja, kennen wir, mögen wir, ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Dann das offizielle Venom-Tuch, Woodbox-exklusiv das Ganze. Ja, nette Geschichte, wert 15 Euro, genauso wie Pennywise übrigens. Das geht, glaube ich, beides in Ordnung. Ich habe, soweit ich mich erinnere, noch nie ein Halstuch unter 15 Euro gekauft. Von daher kann man definitiv sagen, ist der korrekte Preis. Dann das T-Shirt exklusiv Jigsaw. Ja, sieht gut aus diesmal. Also nicht, dass die anderen schlecht ausgesehen hätten bisher. Aber das sieht mal besonders gut aus. 20 Euro, wie immer, bin ich nicht ganz so dabei für ein einfaches T-Shirt. Aber 15 Euro würde ich sagen, wie auch immer. Aber ein sehr wertiges Produkt und auf die Kosten kommt man definitiv. Und zuletzt das Artprint offiziell Chucky. Nach dem Transfer seiner Seele in den Körper einer Puppe entschloss sich Charles Lee Ray, diese Erscheinung beizubehalten, aber dieses Mal auf einem Artprint. Mit welcher Absicht? Sein nächstes Ziel viel leichter wählen zu können? Tja, wert 6 Euro. Und schließlich der Pin. Und jetzt sind wir gespannt. Ausstaffiert mit einem gelben Regenmantel muss dieses junge Mädchen zart und hilflos alles tun, um den Monstern zu entkommen, die es auf einem Boot verfolgen. Ja, die Anspielung habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und die Vorschau auf die nächste Box. Blau. Ja, da sind wir schon mal gespannt, was die blaue Box sein wird. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden mit dieser wunderbaren Wootbox. Hoffe, dass die September-Wootbox
auch noch irgendwann bei mir auftaucht und vor allem, dass die November Wutbox ebenfalls wieder bei mir aufschlägt, denn ansonsten wäre ich außerordentlich traurig. Ich gehe aber mal davon aus und verabschiede mich bis zur November Wutbox. Macht's gut, ciao!